Ein schnurriges Willkommen zur Party spielt Albion. Wir haben es endlich geschafft. Letztes Mal haben wir den Knoten platzen lassen. Wir haben den Trigger gefunden. Hoffentlich zumindest. Der uns jetzt weiterspielen lässt. Ich warte jetzt eben noch mal bis um 9. Währenddessen mache ich hier noch ein bisschen das Intro. Es ist tatsächlich immer noch der gleiche Tag, auch wenn ich anders aussehe. Ich habe mir schnell einen Pulli drüber gezogen. Trainingsanzugspulli. Denn ich hatte vergessen, die Heizung unten im Keller anzumachen. Die ist am Wochenende aus, weil ich natürlich, das ist mein Homeoffice auch gleichzeitig und da arbeite ich natürlich nur unter der Woche. Das heißt, die Heizungsautomatik steht auf am Wochenende aus. Und jetzt ist es doch etwas frisch geworden. Macht euch aber keine Sorgen, es ist eigentlich warm draußen gewesen. Ist jetzt nur, die Sonne ist weggegangen und schon wird es frisch hier drin. Es ist halt einfach so, so jetzt was 9, jetzt wird es auch richtig dunkel. Kann man nochmal pennen. So, kostet jetzt halt ein bisschen Rationen, aber kein Problem. Die kann ich ja jetzt theoretisch gesehen auch immer in Sri Lamina nachkaufen. So, dann schreiten wir mal voller Taten dran. So. Nach Maini rüber. Nein, Maini heißt die Insel. Ach, jetzt bringe ich alles durcheinander. Vor lauter Vorfreude, dass wir vielleicht jetzt endlich weiterkommen. Ich muss ja sagen, ich habe aber auch einiges an Level-Ups gekriegt in der Zeit. Und auch noch ein Ding mit dem Zauber, das wollte ich jedes Mal, wenn ich aus der Timelapse zurückkam, erzählen. War das jetzt hier lang? Ja. Jedes Mal, wenn ich aus der Timelapse zurückkam, wollte ich erzählen, dass eine Message, die ich sehr, sehr oft lese in Kämpfen, wenn wir dieses magische Schild anhaben, ist es nicht, dass der Krondir verfehlt seinen Gegner oder so. Nein, es ist, er macht keinen Schaden. Achtet jetzt mal hier unten auf diesen Text hier. Wenn ich jetzt, das ist Kunak, wenn ich jetzt hier mit Meltas anfange, den magischen Schild zu machen. So, dann lasse ich erstmal die hier alle den Skrin angreifen. Dann wird hier unten, wo jetzt wen angreifen steht, steht jetzt hier, bewegt sich, attackiert Tom, das geht ganz schnell, da steht kein Schaden erzielt. Das bedeutet, die haben zwar getroffen, aber die Rüstung hat den ganzen Schaden abgedingst. So, jetzt können die beiden hier draufhauen. Jetzt muss er eben mal schnell den magischen Schild hier auf Kunak machen. Gucken wir eben mal, das war Sira, die ich hatte, ne? Ja, genau. Damit die zwei geschützt sind vor dem dicken Krondir. So, das hat auch schon gereicht, die ganzen Furcht zu besiegen. Jetzt ist der Schild erst da. Und jetzt, gut, jetzt haben Leute auch ihre Gegner verfehlt. Aber jetzt sollte das auch hier funktionieren. So. Dann machen wir mal weiter den magischen Schild auf Drill. Der darf mit Tom zusammen. Ja, Tom zusammen mit den Skrin platt machen. So. Jetzt ist es nicht mehr 13, sondern noch ein Schaden. Magischen Schild noch hier einmal auf Tom. So. Und der Skrin wird jetzt wahrscheinlich wegrennen. Daher, nee, das lassen wir mal. Die Dornenschlingen brauchen wir noch. Aber was er machen kann, ist tatsächlich den magischen Schild auf sich selbst. Rainer kämpft ja nicht. Das ist gut. Ja, das ist super gelaufen. Das heißt nämlich jetzt so, nichts tun. Und jetzt können wir hier draufhauen und platt machen. Sehr schön. Jetzt sieht man schon, wir haben weniger Schaden genommen als noch am Anfang der Schlacht. Auch schade ist, dass ich dieses Fleisch hier nicht zu Rationen umarbeiten kann. Das scheint zu zäh zu sein, wobei dann ist die Frage, wieso kaufen die mir das überhaupt ab? Das wäre ziemlich cool, wenn ich es eigentlich einfach selber als Ration verwenden könnte. Ja, hier war auch ein Gegner, das heißt, hier ist schon weniger Gegner da. Da haben wir jetzt einen Banyak, der müsste nördlich von uns sein. Genau, der ist immer hier. Es sind quasi immer die gleichen Gegnergruppen hier. Eigentlich, das ist ein Einser-Banyak, die kann ich auch verteilen, die Angriffe. So. Dann bomben wir einmal drauf. So.
Jetzt gehen die auf die Stärkeren. Und Melthas kann sich den Kleinen vornehmen. Der Fernkampfwaffe, der könnte natürlich auch die Grünen vornehmen. Aber der Kleine kann ihn halt direkt angreifen. Also blöde sehe ich den. So. Und wirklich viel tun können die eh nicht. Wir können uns halt im schlimmsten Fall vergiften. Also Schaden machen. Deswegen will ich die möglichst nicht durch unsere Rüstungen kommen lassen. Und wenn sie die greifen an und machen keinen Schaden. So. Und dann machen wir die auch noch platt. So. Das ist dann wieder möglichst Geld, wenn ich das Zeug hier dann verkaufe. Das sind die, die hier mal kommen. Jedes Mal, wenn man durchläuft. Und wie man sieht, wir sind jetzt mittlerweile halt auch schon so stark, dass die kein Problem mehr für uns sind. So. Und weißt du was? Du greifst den Grünen an, weil du hast sonst niemanden, den du... Der links, ganz links, der wird sich jetzt bewegt haben. Ja, der steht jetzt direkt neben Melthas. Und den konnte ich noch nicht auswählen. Also soll er halt den angreifen, vielleicht macht er ein bisschen Schaden, hat er nicht gemacht, der muss halt noch ein bisschen Fernkampf lernen. Das ist kein Problem, jetzt kann er aber den angreifen, den guten sich. Und dann geht Dreher halt auf den Grünen, weil das der einzige ist. Den Zweier ist er. Und da sehen wir jetzt hier, die machen uns schon gar keinen Schaden mehr. Wir hauen da einfach nur drauf und sammeln die Erfahrungspunkte ein und das Schild blendet halt den ganzen Schaden weg. Das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, den Schild habe ich früher auch gar nicht verwendet. Weil ich einfach nicht wusste, was der tut. Vor allem ist der auch ein magischer Schild. Das heißt, selbst die Furchts, die angreifen, kriegen uns damit schwer verzaubert. Und das bedeutet, dass meine Leute nicht flüchten. Das ist nämlich auch eine Sache, die früher bei den Kämpfen mit den Furchts immer passiert ist. So, man sieht die ganzen Screens, das ist alles... Ich hau da nur noch drauf, bis sie endlich weg sind, sozusagen. Da sind wir halt jetzt einfach zu stark für. Aber das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja für uns gut. Ich meine, wir wollen ja durchs Spiel durchkommen. Stark sein ist ja gut. Dafür. Für die Gegner und für die Spielentwickler ist es halt jetzt so, ja, wir sind halt jetzt ein bisschen OP aus Sicht der Gegner. Aber halt auch nur mit diesem Schild. Ist auch noch so, dass Kunak noch sehr wenige Zauber kann. Das müssen wir noch ändern. Und Melthas kann wahrscheinlich auch noch mehr lernen. So. So, da haben wir es wieder. Kunak noch ein Level up. So. Das ist natürlich noch gar nicht viel, 19, aber dadurch, dass halt von Melthas ziemlich gesichert ist. So. Und dann wieder hier einmal voll auf die 12. So. Der wird wahrscheinlich laufen, ich probiere es aber trotzdem. Ja, ich konnte vorher angreifen, das ist gut. Der wird jetzt wahrscheinlich laufen. Ey Gott, das kann trotzdem in die Luft angreifen. Ich verbrauche keine Munition. Das ist der Grund, warum ich diese Wurfaxt so toll finde. So, ne, das hat Stufe 22 erreicht. Jetzt hat wieder mehr Zauber, die er lernen kann. So. Und ja, natürlich, ich weiche jetzt vor den. Nein, ich weiß jetzt vor den.
von den Kämpfen nicht zurück, weil ich will die Erfahrungspunkte haben. So. Und dann gehen wir natürlich hier möglichst auf die Routen. Auf die Stufe 2. Weil die sind halt potenziell gefährlicher. Aber halt momentan auch noch durch unser Schutzschild recht umgänglich. So. Da sieht man, sie treffen manchmal, machen manchmal ein bisschen Schaden. Das war wahrscheinlich jetzt ein kritischer Treffer, der überhaupt Schaden gemacht hat. So. Was ich nicht ganz verstanden habe, wir haben einen magischen Schild gehabt, der hat 100% angezeigt und trotzdem auch gegen Magie, und der hat trotzdem, haben die uns mit Furcht verzaubern können und haben unsere Leute in Panik geschickt. Das ist ein bisschen komisch, aber gut, das ist das ist eigentlich ganz gut, wenn man nie 100% sicher ist. So. Dann wollen wir doch mal eben wie wir gesagt bekommen haben, erstmal speichern, weil wir hier Abstürze hatten. So, dann wollen wir doch mal in die Kneipe gehen. Und jetzt wird er uns wahrscheinlich sagen, was er denkt. So. Kommt näher, Skymadin. Ich hätte eine Information für euch. Seid ihr daran interessiert? Kommt drauf an. Es dürfte euch interessieren. Es geht um den Rat in Beloveno. Ja. Wir wären schon interessiert. Für die Information hätte ich allerdings eine Gegenleistung. An Bahn Goldmünzen wäre ich durchaus interessiert. 80 Gold. Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass im Rat der Gerechten ein Komplott geschmiedet wird. Es ist geplant, den Ratsvorsitzenden, also Herras, hier steht es auf meinem Zettel, zu ermorden. Es gibt jemanden, der sehr viel Einfluss auf den Rat hat. Ich weiß selbst auch nicht, wer das ist. Jedenfalls lässt sich sein Einfluss wohl besser ohne Herras verwirklichen. Natürlich kann ich euch keine Garantie geben, dass dies alles wahr ist. Ach ja, redet mit Arim, der im Haus der Erntearbeiter wohnt. Von ihm kann man ebenfalls sehr wichtige Dinge erfahren. Ja gut, das ist, ich hätte es jetzt so gemacht, dass er die Information wiederholt. So, Arim. Im Haus der Erntehälfte. Der Erntehälfte kennen wir uns, habt ihr auch schon von den Gerüchten über Kontos gehört. Was für Gerüchte? Wir wissen alle nicht so recht, was wir davon halten sollen. Kontos erzählt den Bewohnern seines Dorfes, dass wir für die schrecklichen Wesen verantwortlich seien, die in der Nähe unserer heiligen Städte entstehen. Wir können wohl nicht länger leugnen, dass wir dieses Problem haben, aber es ist einfach eine Frechheit zu erzählen, dass dies unsere Absicht wäre. Kontos stellt uns ja richtig bösartig dar. Fragt Ed hier, den Kneipenwirt. Er denkt ja wie ich. Habt ihr auch schon davon gehört? Ja, gelegentlich. Wir haben von den Wesen gehört. Seht ihr, wir wissen nicht, warum er so etwas erzählt. Wem will er damit helfen? Jetzt hören wir die Schauergeschichten. Und hier ist es jetzt übrigens der Freund. Das ist jetzt natürlich interessant, weil mit dem Freund zu reden hat das Ganze getriggert. Und jetzt sollen wir nochmal mit Darius reden, also Meltas. Das ist ein bisschen, naja, dieser eine Trigger, den wir übersehen haben, dass die Story weitergeht. Glaubt doch nicht im Ernst, dass ich euch auch noch bewirten werde. Ich würde mich an eurer Stelle hier nicht mehr blicken lassen. Schon gar nicht, wenn ich ein Mensch wäre. Erst Menschen. Man kann es überall hören. Die Menschen planen die Besetzung unserer heiligen Städte, weil sie davon überzeugt sind, dass sie gefährlich wären. Die haben keine Ahnung. Es gibt ein paar Vorfälle, für die wir auch keine Erklärung haben. Diese Wesen, die wir immer wieder in der Nähe unseres Heiligtums sehen. Ich weiß auch nicht, woher sie kommen. Aber sie kommen nicht aus unserem Keller. Schließlich ist fast immer jemand von uns dort. Wir würden das doch merken. Aber interessant, das interessiert die Menschen alles nicht. Sie hören uns gar nicht zu. Sie wollen es wahrscheinlich auch gar nicht hören. Wenn sie allerdings unser Tabu brechen, wird das böse Folgen haben. Wir werden uns das nicht bieten lassen. Sprecht doch selbst mit Kontos. Er wird euch den Kopf schon verdrehen. So wie ich ihn kenne, hat er sich inzwischen schon wieder was Neues ausgedacht. Er ist aber jetzt auch in die andere Richtung. Wir haben gerade eben noch so gesagt, ja, hier, wir helfen und so weiter und so fort. Und schon auf einmal sagt er, hier, ihr seid Menschen, ihr seid böse. Sehr interessant. Jetzt nicht in die Gilde der Magier. So, ich gehe jetzt tatsächlich. Ist die Frage, sprechen wir mit Kontos? Ich würde sagen, ja.
ein Angriff. Oh, das ist gerade alles sehr spannend. So. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt Richtung Kontos und stellen ihn mal zur Rede. So. Schnell jetzt recht. Banale Kämpfe hier. Tatsächlich kann ich halt eigentlich nur einen kleinen Heiltrank trinken. Einen kleinen, einen grünen. Ja, da. So. Ja, natürlich muss ich die Lage zuspitzen. Und während wir auf dem Weg sind, müssen nicht auch alle Gegner gleich kommen. Ja, wie gesagt, kostenloses Training. Nur mit dem Kampftrainer. Hey, Moment, da kommt einer. Kann der nicht. Kann der nur tödlichen Kampf trainieren oder auch normalen Kampf? Weil dann würde ich mich kaum noch den beiden Magiern den Fernkampf beibringen. Auch wenn der eine Magier nicht sonderlich gut werden kann im Fernkampf. Aber der sollte zu mehr zu gebrauchen sein, als seine Schutzschilde zu machen, würde ich sagen. Ach, den Grünen hätte jetzt auch noch jemand. Nein, wurscht. Na komm, nix ab. Und die kleinen Wanderkugeln ist so. Da spitzt sich die politische Lage richtig zu. Das, ich meine, das sind nicht viele Leute, aber das sieht mir aus, als wenn es hier zu einem leichten Krieg kommt. Zwischen den Iskai und den Menschen. Und wir sind genau mittendrin. Ich meine, wir sind eine Truppe von Iskai und Menschen. Im Endeffekt, müssen wir auf beiden Seiten gehasst werden. Wie Iskai und Menschen, die sich vertragen. Naja. Da ist die, Schlingpflanze, die ich gesucht habe. So. Da müssen wir einmal um dieses Ding drumherum und dann sollten wir da hinkommen. Also wir wissen, es ist ein Komplott gegen die Ratsmitglieder geplant und wir müssen Kontos zur Rede stellen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, was passiert. Ich stelle Kontos zur Rede, wenn ich wiederkomme, dann werde ich, dann wird mir gesagt, ey, ihr müsst sofort nach Bellovino kommen. Diese Person, die mich anspricht, vielleicht ist es sogar die hier. Ja. Sky Madin, gut, dass ich euch endlich finde. Ich suche euch schon überall. Guerilla schickt mich. Sie hat euch etwas Wichtiges mitzuteilen, was sehr dringend ist. Ich weiß nur, dass es um Leben und Tod geht. Bitte geht so schnell ihr könnt nach Bellovino und besucht sie in ihrem Wohnhaus. Bitte geht sofort. Wenn ihr erst hier noch einige Leute besucht, ist es vielleicht schon zu spät. Das könnt ihr immer noch danach tun. Ja. Ich habe das Gefühl, die Menschen und die Iskai kämpfen schon miteinander. Sie sind schon dabei, das Tabu zu brechen, die Menschen. Von daher auf nach Bellovino. Also wir wissen, Gard und Rico sind wohl die bösen Ratsmitglieder. Ich gucke jetzt mal hier rechts nochmal, weil ich bin immer diesen langen Weg gelaufen. Gab es da nicht einen kürzeren Weg? Okay. Irgendwo verpeile ich was. Na ja, wurscht. Ah, ja. Nee, ich habe es nicht verpeilt. Ich bin diesmal tatsächlich den kurzen Weg gelaufen, wie ich es geplant hatte. Und habe dann gedacht, ich wäre den langen Weg gelaufen. Oh Mann.
Okay, ab in die Stadt. Entschuldigung. Ich frage mich, ob wir dann auch noch Kontos besiegen müssen. Am Ende. So. Die Stadt. Dann würde ich sagen, wir reden mit ihr. Das ist hier. Also sind die kompletten Lösungen alle ein bisschen ungenau. So, ja, bin halt schnell. Habt ihr überhaupt drüber nachgedacht? Was wisst ihr über ja? Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Wir werden schauen, was sich machen lässt. Wartet nicht zu lange. Gart und Rico werden ihre Tat mit Sicherheit ausführen. Was wisst ihr über Informationen? Man hat es nicht leicht als Hure. Vor einigen Tagen bekam ich nachts von dem Kunden den konkreten Hinweis, dass Herras Vorstellung des Rates den Gerechten umgebracht werden soll. Natürlich stecken Rico und Gart dahinter. Ich kann es nicht beweisen. Ich weiß jetzt auch, dass das Attentat unmittelbar bevorsteht. Ihr könnt es jetzt noch verhindern. So, dann rede ich. Natürlich, wenn ich es verhindern will, rede ich mit Herras. Ist ja klar. Speichere erstmal, weil ich weiß nicht, ob das so einen Mechanismus hat, dass man mit der falschen Person reden kann und dann hat man das Attentat nicht verhindert und die Story geht anders weiter. Natürlich will ich das Attentat verhindert haben. Wobei das interessant wäre und ich glaube, das Spiel hier ist zu linear dafür. Dafür, dass es die Main Story ist. So, Herras, wer war Herras? Herras war unten in dem Raum. Hier sind Rico und Gart. Das heißt, die sind nicht hier. Einer von den beiden ist Herras, der andere ist Perron. Beide sind mir freundlich gesonnen. Das ist Perron. Ich würde euch gerne in einer ganz wichtigen Angelegenheit sprechen. Habt ihr ein wenig Zeit für mich? Ja, was geht's denn? Gart und Rico sind bei den letzten Ratssitzungen nicht mehr erschienen. Sie verhalten sich ziemlich merkwürdig. Ich glaube, dass sie irgendetwas planen. Ihr habt zurzeit einen guten Kontakt zu den meisten Bewohnern von Belloveno, den anderen Dörfern. Daher wollte ich euch bitten, mich auf dem Laufenden zu halten, wenn ihr Neuigkeiten über diese Ratsmitglieder erfahrt, von denen ich noch nichts weiß. Wenn ihr erfahrt, was sie vorhaben, bitte sagt es mir. Was in letzter Zeit passiert, ist nicht normal. Ich will hoffen, dass sie nichts Böses im Schilde führen. Könnt ihr mir diesen Gefallen tun? Wir glauben schon. Das freut mich. Aber es ist wichtig für mich, dass, über die Entwicklung Bescheid zu wissen. Ich will aber trotzdem erstmal Herras warnen, dass er einen Attentat auf ihn will. So, ich habe nicht ganz so viel Zeit. Oh, es gibt Unstimmigkeiten zu klären. Was denn? Wie soll ich euch das erklären? Unser Ratmitglied Perron ist der Meinung, dass Gart und Rico nicht zum Wohle des Volkes entscheiden würden. Nun sind Gart und Rico manchmal wirklich etwas steif, aber dennoch ist das ein gewaltiger Vorwurf von Perron, der manchmal etwas zu vorschnell reagiert und handelt. Da Perron aber keine Ruhe lässt, haben wir uns alle zusammengesetzt und das Thema angesprochen. Leider ist die Stimmung dadurch nicht besser geworden. Gart und Rico haben nun eine völlig sture Haltung angenommen und behaupten, dass sie mit Perron nicht mehr zusammenarbeiten könnten und möchten. Sie schätzen ihn nicht, dabei ist er wirklich ein grundehrlicher Mensch und da bin ich mir bei Gart und Rico nicht so sicher. Jedenfalls stehe ich eher auf der Seite von Perron, aber wenn Gart und Rico auf stur schalten, können wir im Rat nicht mehr vernünftig arbeiten. Naja, irgendwie müssen wir das Problem in den Griff bekommen. Die Stimmung. Nach der letzten Aussprache ist die Stimmung nicht so gut. Was kannst du über Rico sagen? Es ist schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Über Perron sagt er einen Standardtext. Über Gart ist nicht schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Gerüchte. Das sind die Wesen aus der Stätte. Die Haltung. Und die Aussprache. So, es ist. Dann warne ich immer so. Versuchen wir es mal. Was könnten wir sagen? Information, das ist das, was woanders sein kann. Kann ich nicht viel sagen. Okay. Dann sagen wir einfach mal Attentat. Attentat. Was meint ihr? Das war der Trigger. Wir haben sehr wichtige Informationen für euch. Gut, dann erzählt mal. Gut, lasst mich erzählen. Wo soll ich nur beginnen? Wir haben inzwischen mit vielen Leuten in der Stadt geredet und einige Informationen gehalten, die wir euch unbedingt sehen lassen müssen. Sagen müssen. Entschuldigung, ich habe ganz kurz auf die Zeit geguckt. Wir wissen allerdings selbst nicht sicher, ob die Informationen alle zuverlässig sind. Trotzdem solltet ihr wissen, dass ein Mordanschlag auf euch geplant ist. Wir erfuhren davon zunächst von Perron.
Inzwischen haben wir weitere Hinweise, welche die Informationen bestätigen. Auch wenn es sich als ein schlechter Scherz herausstellen sollte, dann ist es wohl besser, euch einmal zu viel als einmal zu wenig gewarnt zu haben. Ich kann es nicht glauben. Zunächst möchte ich euch natürlich dafür danken, dass ihr mir diese Informationen weitergegeben habt. Ich habe von Perron übrigens schon davon gehört, aber da ich Perron kenne, habe ich ihn nicht allzu ernst genommen, was vielleicht ein Fehler war. Jedenfalls werde ich mich in nächster Zeit vorsehen. Und ich schlafe auch an einem anderen Ort. Ich bin auf jeden Fall dankbar und ich sollte sich herausstellen, dass da wirklich etwas geplant war, werde ich euch belohnen. So, dann würde ich sagen, reden wir jetzt nochmal mit Perron über das Attentat. Wir wissen jetzt das Triggerwort. So. Und zwar Attentat. Darüber kann ich nicht viel sagen. Information. Das sagt mir überhaupt nichts. Okay, wir haben Heras gewarnt. Es sollte reichen, aber eigentlich macht es ja Sinn, wenn wir Perron auch noch sagen, ey, ja, du hast recht. Ich nehme das jetzt erstmal als, wir haben den Teil als abgehakt hin und mache mich auf den Weg wieder zurück nach Kaunos zu Kontos, um den zur Rede zu stellen. Weil es ist dunkel, ich gehe erstmal dahin. So, ansprechen. So, bis zum Morgengrauen. Sehr schön. So, Meltas hat gesagt, wir sollen mit seinem Freund reden. Vielleicht machen wir das zuerst. Letztes Mal war das ja auch der Träger. So, Gesichtskarte. Aber ich würde sagen, das machen wir dann nächste Woche, auch wenn die Folge jetzt ein Stückchen kürzer ist. Ich weiß nicht, wie lange die letzten beiden Folgen waren. Ich habe eine Stunde aufgenommen jeweils. Ich weiß nicht, wie viel ich zusammenschneiden muss. Tut mir leid, wenn ihr jetzt eher kürzere Folgen habt als längere. Aber so ist es nun mal. Das ist ein guter Zeitpunkt, finde ich. Weil jetzt wird wahrscheinlich der Hauptkampf losgehen, der Hauptkram. Und ich möchte das ungern jetzt irgendwie mittendrin dann aufbrechen in eine neue Folge. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Ciao, miau.